Dieses Beispiel zeigt die Auslegung einer Heckklappe bei einem PKW mithilfe einer Zugfeder in der Kinematiksoftware ASAM V7. Vorgegeben werden sind etwaige Klappenpositionen wie die geschlossene Klappe, die geöffnete Klappe, die Masse der Klappe und in diesem Fall zwei Handangriffspunkte zum Öffnen und zum Schließen. So, und natürlich hat die Masse der Klappe auch einen Wert. Gesucht ist ja ein angenehmer Verlauf sozusagen, ein angenehmer Handkraftverlauf, ein ergonomisch akzeptabler Handkraftverlauf beim Öffnen und beim Schließen bei verschiedenen Situationen, die alle zugleich betrachtet werden sollen. Also wie zum Beispiel alternative Einsteckpunkte der Zugfeder, verschiedene Neigungslagen des PKWs und möglichen Toleranzen, die die Zugfeder aufweist. Erfüllen wir zunächst mal die Anforderung der Position, dass beide Positionen erreicht werden. In diesem Fall soll das gewährleistet werden mit einem einfachen Scharnier. Dazu nehmen wir hier ein Eingelenksystem-Synthese, zwei Lagen, setzen Fangen, damit wir die Lagen exakt mal aufgreifen, Punkt und Winkel, Lage 1 und jetzt noch Punkt und Winkel von Lage 2. Wie das genau geht, das Aufgreifen von Synthese, das ist sozusagen das Erfüllen von Lagebedingungen mit entsprechenden Mehrgelenksystemen, das sieht man gut in den Tutorials. Jetzt ist der Lagerpunkt definiert, gesetzt. Wir können dem Lagerpunkt jetzt noch einen Antrieb geben. Die Spur anzeigen ist schon gewählt. Wir müssen das Objekt noch verbinden, kinematisch verbinden, damit sich das bewegt. Jetzt bewegt sich das aber zu weit. Wir begrenzen die Bewegung auf einen Antriebswert von 90 Grad, was, glaube ich, der Syntheseposition entsprechen müsste. Ja. So, das geschieht alles hier in dem Bereich Klappe. Man sieht in Schattenform halt eben auch die Endposition und wir setzen fort. Hier gibt es Reibung, Lagerreibung. Diese Lagerreibung möchten wir berücksichtigen, in diesem Fall vereinfacht berücksichtigen mit einem entsprechend programmierbaren, in Anführungszeichen, programmierbaren Drehmoment. So, ich nenne das Drehmoment mal direkt Reibung, um dort auf Nummer sicher zu gehen. Und wähle jetzt die erweiterten Eigenschaften dieses Features aus. Docke das mal an. Ja. Jetzt sieht man, dass gewisse Eingaben gemacht werden und gewisse andere Eingaben ermittelt werden. Zu diesen zur Information gut, aber die brauche ich aktuell nicht. Ich konzentriere mich mal auf die Eingaben, die gemacht werden. Es können auch Eingaben programmiert werden, komplexe Situationen beschrieben werden, das wollen wir in diesem Fall nicht. Wir wollen, dass das System per se keine Kraft in das System hineinbringt, sondern nur Kraft gegen die Bewegungsrichtung erzeugt in einer bestimmten Größe, die in diesem Fall einfach vorgegeben ist. Also da müssen wir erstmal sicherstellen, dass das System keine Kraft reinbringt. So, das ist jetzt sichergestellt, die Steigung 0. Und jetzt sage ich dem System, dass es gegen Bewegungsrichtung bei größer werdendem Winkel ein Reibmoment hat von, in diesem Fall absolut von 4000 Newton Millimeter und das gleiche, das sind Vorgaben, die ich jetzt entnehme aus dem Lager sozusagen, aus den technischen Daten, die mir zur Verfügung stehen. Ein Hinweis hierzu, es gibt die Möglichkeit für das Öffnen und für den Schließvorgang halt eben unterschiedliche Werte einzutragen. In diesem Fall ist es identisch, da muss ich auch beide Werte identisch eintragen. Was hier auch schon berücksichtigt ist, ist die Tatsache, dass es von dieser Lager zweimal existiert. Einmal auf der linken und einmal auf der rechten PKW-Seite, die hier sozusagen deckungsgleich sind.
Und das Lager einen Reibwert von etwa 2 Newtonmeter aufweist und wir das einfach auf 4 Newtonmeter respektive 4000 Newtonmillimeter verdoppeln müssen. So, die Werte sind jetzt vorgenommen. Die Reibung ist appliziert. Kontrolle funktioniert noch. Der Motor hat eine merkwürdige Bezeichnung. Das würde ich zur Vereinfachung auch mal anpassen. Einfach mal Animation oder Motor nennen. So, jetzt passt die Bezeichnung. Jetzt wollen wir die Zugfeder einbinden, und zwar nicht irgendeine, sondern eine, die vielversprechend ist, weil sie kostengünstig ist. Ich setze erstmal eine Zugfeder hin und jetzt müssen wir die entsprechenden Daten einrichten. Dann mache ich das auf der Seite. Auch hier gibt es wieder technische Größen, die sich ergeben, in Grau hinterlegt, die ich mal ausblende, auch um mehr Platz zu haben. Diese kleine grafische Legende ziehe ich nach oben. Hier trage ich jetzt die Vorgaben ein, die ich vom Zulieferer erhalten habe. Je nach Zulieferer sind das unterschiedliche Vorgaben. In diesem Fall habe ich einen Zulieferer, der vorgibt, der ja vor allem hier zwei Dinge vorgibt. Einmal die Position L0, also die Position, die Situation, die Kraftsituation beim Kompaktmaß und die Kraftsituation bei Ln. So, dann stelle ich auch diese Werte hier ein, beziehungsweise Ln gerne oben und L0 unten. Das war irrelevant. So, jetzt übertrage ich die Werte, die ich sozusagen rauszulesen habe aus dem entsprechenden Zulieferer. Natürlich idealisiert. Also das sind nicht so runde Werte in der Regel, aber es sind halt Werte, die hier halbwegs in der Nähe von realistischen Werten liegen können. Dann gibt es hier die Kraft für Ln, für den gespannten Zustand, plus ein Delta, das sich zum Beispiel dadurch ergibt, dass die Öse entsprechende Abweichungen von diesem Ln hat, je nachdem von wo bis wo das Ln gemessen wird. Und zwar von minus 5 mm für beide Situationen in diesem Fall. So, die Kraft ist vorgegeben mit, na, das 600 Newton und im komprimierten Zustand mit 300 Newton. Dann erwartet das System noch eine Eingabe für die Reibung bei größer werdendem Hub oder bei kleiner werdendem Hub. Die ist in diesem Fall 0, muss nicht so sein. Je nachdem, zum Beispiel, ob eine Zugfeder ummantelt ist, kann es sein, dass auch hier diese Werte nicht 0 sind. Toleranz, die gibt es, die ist sehr wohl wichtig. Die haben wir hier mit 20 Newton vorgegeben. Das ist halt eben eine fertigungsbedingte Toleranz. Die Kennwerte der Gasdruckfeder können sich entsprechend können variieren. So, wir haben die Daten jetzt komplett, müssen aber auch hier berücksichtigen, dass wir nicht eine, sondern zwei solcher Zugfedern im System haben. In diesem Fall identisch, das ist sehr einfach, einfach die Zahl auf 2 erhöhen. Und die Kraftgruppe setze ich mal auf 1 oder ja, auf 1. Das erläutere ich gleich, warum ich hier nicht 0 haben möchte. So, und dann gebe ich dem System hier noch eine Position. Das ist zum Beispiel eine Position und noch eine weitere Position. Und diesen Positionen, diesen Punkt gebe ich noch Namen. Das ist zum Beispiel die Position E1, wo die Gasdruckfeder eingehängt werden kann. Und das wäre eine alternative Position. Manchmal gibt es davon drei Positionen, wo die Zugfeder eingehängt werden kann. In diesem Fall soll mal reichen, dass wir zwei Positionen haben.
Und ja, die Zugfeder ist noch nicht kinematisch angebunden, wie man sieht. Das ändern wir jetzt direkt. Und zwar nehmen wir, greifen wir den Endpunkt auf und binden die Zugfeder kinematisch an. So, die Kontrolle. Man sieht es aber auch an der Schattenposition. Und was uns interessiert jetzt, sind nicht die Einsteckpunkte, sondern die Handkraftverläufe beim Öffnen, beim Schließen über verschiedene Zustände. Unter Berücksichtigung zum Beispiel auch der Toleranz, die wir hier eingegeben haben. Ach nee, das kann ich schließen, damit ich etwas mehr Platz habe. Und jetzt greife ich hier sozusagen tatsächlich die Haltekraft auf. Das ist die Handkraft, die mich interessiert. Ich bezeichne Kraftkennlinien Handkräfte. Die X-Achse soll mal nicht die vergangene Zeit sein, sondern die Rotation eines Elementes, und zwar der Klappe. So, und dann kann ich verschiedene Graphen eingeben bzw. einprogrammieren, einstellen. Ich möchte sofort auf Anhieb drei Graphen in das System reinbringen. Und öffne mal die Einstellmöglichkeiten. Und zwar ein Graph soll, alle sollen beim Öffnungszustand, beim Öffnungsprozess dargestellt werden. Sicherheitshalber setze ich das alles auf Öffnen, auch wenn in diesem Fall keine Reibung vorhanden ist. Dann wäre es wichtig, weil Reibung richtungsabhängig zu berücksichtigen ist. Dann habe ich hier vor, darzustellen, wie das wäre, wenn keine Zugfeder drin ist. Deswegen setze ich das System mal grau. Auch hier, wie das wäre ohne Zugfeder. Allerdings hier bei einer anderen Neigung. Und hier möchte ich auf jeden Fall die Zugfeder berücksichtigen. Das setze ich mal fett. Und aus diesem Grund muss ich hier die Kraftgruppe eingeben, der ich jetzt die Zugfeder zugewiesen habe. Und das war meines Wissens 1. Können wir nochmal schauen. Kraftgruppe 1. Das bedeutet, dass in diesem Fall explizit dieses Objekt, also die Zugfeder, in ihrer kinetostatischen Wirkung mit berücksichtigt wird. Hier eben nicht, weil wir die hier nicht mit eingegeben haben. So, dann ist die Bezeichnung noch etwas unschön. Handkraft auf Klappenwinkel. Die Einheiten werden wir gleich in der Legende so oder so sehen, deswegen trage ich die hier nicht noch zusätzlich ein. Beim Öffnen, Öffnungsvorgang, Neigung 0. Toleranz haben wir hier nicht berücksichtigt. Das wäre dieses Feature. Toleranz 0. Als Referenz setze ich das auch hier in diesen anderen Beschreibungen rein. Hier haben wir aber Neigung auf 10 Grad gesetzt. Dann setzen wir das auch mal eben kurz richtig. So, 0, 10 und dann wieder 0. Toleranz überall 0. Öffnungsvorgang und Farben. Das müsste das Ergebnis liefern, das ich erwarte. Drei Graphen. Ja. So, das docke ich mal an. Man sieht jetzt schon den Handkraftverlauf. Und die Tatsache, dass die nötigen Handkräfte für den Fall, dass keine Zugfeder berücksichtigt wird, erheblich höher sind als die mit
der Zugfeder. Und was man auch gut sieht jetzt, ist der Verlauf der Handkraft ohne Zugfeder, zum Beispiel bei einer Neigung. Was man jetzt in jedem Fall machen, hinzufügen könnte, natürlich auch für den Fall mit Zugfeder. Da möchte ich aber noch weitere Parameter eingeben. Aus diesem Grunde belasse ich es erstmal dabei. Jetzt möchte ich nämlich hierfür weitere Graphen eingeben und berücksichtigen. Im Übrigen ist das nur beim Öffnungsvorgang. Vorgang. Dann könnte man das hier wieder rausnehmen, weil diese Information dann sozusagen oben schon mitgegeben ist. Und wenn es nur dazu ist, zeigen, dass man nachträglich natürlich hier die Beschreibung, die Legende editieren kann. Hier sieht man dann den aktuellen Wert des Cursors, den aktuellen X-Wert und den aktuellen Y-Wert, die natürlich dann auch entsprechend mitlaufen, wenn sich die Werte verändern oder auch wenn sich irgendwas im System verändert, wie zum Beispiel die Position, na, die Position der der Zugfeder oder des Schwerpunktes. Das wollen wir aber nicht, deswegen setzen wir jetzt beide zurück. Was wir aber möchten, ist, dass wir hier noch zusätzlich Toleranzen mit berücksichtigen, der Zugfeder. Also gehen wir in diesem Fall einfach auf das kleine Plus. Es gibt verschiedene Wege, die in diesem Fall zum Ergebnis führen. Das kleine Plus setzt hier schon gewisse Aspekte korrekt. Zum vorhandenen Diagramm hinzufügen, genau, und nicht auf die Zeit, sondern auf die Drehung der Klappe. Auftragen. Ich brauche das nur einmal. So. Handkraft auf Klappenwinkel. Winkel. Klappenwinkel. Neigung. 0 Grad. T-Max und hier T-Min. Farbe richtig setzen, den Graphen etwas dicker, deutlicher zum Vorschein kommen lassen. Kraftgruppe der Zugfeder war 1 und T-Max ist das und T-Min ist das. Wohlgemerkt. Das wird noch intuitiver, damit man auf Anhieb erkennt, was hier Max, was Min ist. Nochmal kurz kontrollieren, habe ich die Werte richtig eingestellt? Ja. So, jetzt sind sie drin. Und jetzt habe ich im Grunde den Verlauf einmal mit Handkraft, einmal ohne Handkraft. Ich kann hier auch bestimmte Elemente ausblenden, damit ich eine entsprechende ja, fokussierte Informationen in meinem Diagramm darstellen kann. Was ich jetzt noch machen möchte, ist einfach mal eine weitere Einsteckposition ebenfalls mit betrachten. Hierzu besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich einfach die Gasdruckfeder, Moment, ich setze mal die Einsteckposition bewusst. Das haben wir nicht gebraucht. Die zwei Zugfeder brauchen wir gleich. Ich setze mal die Einsteckpositionen hier. Hilfselemente. Dann wähle ich erstmal beide an und verschiebe die in die Ebene Hilfselemente. So, und schau mal, ob ich die Gasdruckfeder verschoben kriege. Ja, auf diese Weise hat man natürlich beide Einsteckpositionen, aber eben nacheinander. Wenn ich das zur gleichen Zeit haben möchte, dann kann ich beispielsweise einfach mal noch eine Energiespeicher nehmen.
Den habe ich jetzt in den Hilfselementen, das möchte ich nicht. Ich wollte den eigentlich hier in E2 Zugfeder reinsetzen. Jo. Und natürlich auch kinematisch verbinden. Und die Eigenschaften aufrufen und anpassen. In diesem Fall ist es eigentlich dieselbe Gasdruckfeder, das heißt dieselbe Zugfeder. Das heißt, ich kann die Eigenschaften übernehmen. Für LN und L0 5 600 und minus 5 300. 300 Newton. Selbe Toleranz, 20 Newton, auch wenn wir die jetzt nicht brauchen. Okay, dann setze ich das mal fest. Und gebe dieser Zugfeder jetzt eine eigene Kraftgruppe. Jetzt zurzeit wird sie mit berücksichtigt, weil sie die Kraftgruppe 0 hat. Die wird immer überall berücksichtigt. Dieser Zugfeder geben wir diese Kraftgruppe 3 bzw. 2. E2. Dann ist klar, was damit gemeint ist. Und das ergänzen wir jetzt auch in unserer Grafik. Das heißt, wir wollen das wieder zum vorhandenen Diagramm hinzufügen. Das bleibt alles gleich. Handkraft auf Klappenwinkel, Neigung, na, Neigung 0 Grad, T0, Einstiegpunkt 2. So, und jetzt geben wir hier nicht 1 ein, sondern 2. Natürlich könnten wir auch hier wieder eine andere Neigung und auch ein anderes Maximum-Minimum setzen. Und in diesem Fall gehe ich dabei einfacher vor und setze einfach mal den Sollwert und schaue nochmal, ob ich das alles eingetragen habe, wie ich das möchte. Sollwert in diesem Fall 20 Grad 0 Grad Neigung, Kraftgruppe 2. Das scheint alles richtig zu sein. Vielleicht zur besseren Darstellung, dass es sich hier um einen anderen Wert handelt. Nochmal strikt gestrichelt darstellen. So, jetzt habe ich die Werte halt gestrichelt dargestellt. Und je nach Einsteckpunkt kann ich natürlich diese Position auch weiterfahren, um das zu vergleichen. Ich sehe aber, dass hier ein Fehler vorliegt, weil eigentlich müsste der beim Einsteckpunkt hier identische Werte rausbringen, ausgeben, wie die, die schon da sind. Na, dann hoffe ich mal, dass es mir gelingt, diesen Fehler im Rahmen der jetzigen. Ach doch, ich weiß schon. Das können wir dann auch nochmal aufgreifen. Also, dann gehen wir mal auf die Eigenschaften und setzen die Anzahl der Gasdruckfedern nämlich hoch auf 2. Und hoffen, dass dann der Wert identisch ist mit der grünen Linie, wenn diese Elemente deckungsgleich sind. Ja, jetzt ist es korrekt. Jetzt kann ich auch wieder auf E2 gehen. Jetzt habe ich die wahre Linie diesbezüglich. Dann kann ich jetzt meinetwegen noch die Grafiken einzeichnen. Wie wäre der Handkraftverlauf zusammengefasst? Also ohne Hilfsfeder, ohne Zugfeder, Neigungslage 0, bei einer Neigungslage von im physikalischen Sinne 10 Grad gedreht. Und wie ist der Handkraftverlauf mit Zugfeder im Einsteckpunkt 1 mit der Sollwert, Minimaltoleranz, Maximaltoleranz und wie ist hier als Beispiel der Handkraftverlauf im Einsteckpunkt 2 beim Sollwert? Das war's. Danke fürs Zuschauen.